Mit der Kölner Winebank lud Martin Müller anlässlich des Mr. Matching Community Days in eine ganz besondere Location ein. Wir sind ja in 13 Städten weltweit, es kommen laufend welche dazu. Und es ist ein Franchise? Ja, es ist ein Franchise, ich nenne es immer Franchise Light, weil wir eigene Betreiber sind für jeden Standort. Aber natürlich, weil man mit der Clubkarte in alle Clubs reinkommt. Das heißt, wenn ich in Wien bin, am Stephansdom, gehe dort mit meiner Clubkarte aus Köln, habe ich Zugang, gebe den PIN ein, komme rein und kann eigentlich ähnlich wie hier schöne Stunden verbringen. Dank Mr. Matching Community-Mitglied Christoph Wirges kamen die Teilnehmer zuvor in den Genuss einer Führung und einer Stärkung im Unternehmen Procar, das auch mit einem PS-starken Shuttle-Dienst überzeugen konnte. Persönliches zählt, Geschäftliches ergibt sich. Diesem Leitgedanken folgend stellte das Mr. Matching-Team ein informatives, unterhaltsames und werthaltiges Referentenprogramm zusammen. Interessant fand ich heute, dass Digitalisierungsstrategien mit einer Mobil-App ein Thema waren. Das ist also einmal für Kundenbindung. Und aktuell haben wir halt noch nicht so viele Nutzer davon, dass das für Fremde noch nicht so relevant ist. Wird aber dann, wenn es denn sich verbreitet hat, so sein. Deshalb ist mein Ziel auch, die Messen anzusprechen, weil dafür hat es ja einen sofortigen Mehrwert. Aber auch die Zukunftssicherung eines IT-Unternehmens im Bereich des Print-Outputs, da hat ein Familienunternehmen gezeigt, wie es sich verändert hat. Und wir hatten Impulse aus dem Bereich von LinkedIn-Marketing und sogenannten Broken Links. Wie ihr schauen könnt, welche Kontakte in eurem Netzwerk vielleicht noch wertvoll sind aus der Vergangenheit, das lernt ihr jetzt. Von Dominik zum Thema Broken Links. Neue Kontakte zu machen und zu Kontakten zu bringen, im Moment sehr schwer ist. Fokussieren sich sehr stark darauf, die bestehenden Kontakte auszubauen. Das hatten wir heute auch schon mal als Thema. Und ich kümmere mich um die, die hinters Regal gefallen sind, die mal da waren. Und diese Menschen hier um uns herum formen diese Mr. Matching Community. Und du hast die Möglichkeit, mit deinem Gewerk dazu zu stoßen, wenn du Expertise hast, wenn du Lust auf Reichweite hast und wenn du verstehst, dass LinkedIn-Marketing keine Phrase bleiben muss, sondern durch regelmäßiges Training auch dich weiterbringen kann. Wir haben Personalentwickler dabei, die uns aufgezeigt haben, welche Möglichkeiten es gibt, Menschen in Unternehmen zu binden, denn es ist wohlgemerkt viel einfacher, die Menschen, die man schon hat, beim Team zu behalten. Ein weiteres Highlight des Mr. Matching Community Days war die Keynote zum Leitthema Medienwandel von Rainer Fink, Geschäftsführer des SID, Sportinformationsdienstes. Der SID, 77 Jahre alt, über den will ich ja gar nicht so viel sprechen. Ich soll was erzählen über den Medienwandel, Disruption im Medienwandel, und das mache ich aber natürlich, indem ich kurz mich und dann die Firma vorstelle in der Kürze der Zeit und danach ein bisschen ausführlicher was zum Thema sage. Und wir waren drinnen, konnten hier Weine kredenzen von einem Weingut Adam im Rheinhessischen. Und der hat uns mit einem ganz guten Sauvignon Blanc überrascht, mit einem Bacchus zum Hauptgang. Und zum Abschluss gab es ein Pinot Noir. Und einige von uns sind völlig in love gefallen mit dem schönen Riesling. Der hat ein Go-Mio verdient. Und Martin, ich würde mal sagen, gute Weine passen zum Anlass. Je mehr man diskutiert, desto mehr kann man eben bei einem solchen Event andere Menschen kennenlernen, Visitenkarten tauschen oder eben die Badges kennen, wie es heute heißt, und damit eben das eigene Netzwerk ausbauen. Und dafür ist diese Location hier gerade im Rahmen der Mr. Matching Community absolut geeignet. Denn da sind genau die Menschen, die dich morgen geschäftlich einen Schritt weiterbringen. Ich glaube, das ist das, was du uns definitiv mitgegeben hast, dass wir alle kleine Matchies geworden sind, oder? Genau. Persönliches Zelt, geschäftliches ergibt sich. Also kommt rein, vernetzt euch und empfiehlt euch persönlich weiter. Und dann bist auch du irgendwann in der Winebank. Zum Wohle. Zum Wohle. Wie wär's? Legen wir heute noch los?